Hi und herzlich willkommen zu Folge 5 des Mindful Upgrade Podcasts. Mein Name ist Robin und ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Denn wir bringen noch etwas mehr Bewegung in den Podcast. Ich habe heute einen Experten für Movement zu Gast. Cem Eid ist Movement-Trainer in Zürich und hat seine Leidenschaft zur Bewegung zu seiner Berufung gemacht. Er hilft Menschen, das Thema Bewegung mit all seinen Facetten zu erforschen und zu erleben. Wir sprechen in der heutigen Folge über seinen bewegten Weg, inspiriert durch Capoeira und Ido Portal. Du erfährst außerdem, wie du selbst zum Mover wirst, was dieses neuartige Training vom konventionellen Fitnesstraining unterscheidet und warum wir nicht aufhören dürfen zu spielen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Cem. Herzlich willkommen beim Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, herzlich willkommen beim Mindful Upgrade Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich ein wahres Movement-Ass auf dem Mindful Upgrade Podcast. Und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Er hat sich ganz der Bewegung verschrieben, zuerst mit einer Ausbildung als Bewegungstherapeut und dann als Practitioner von der Movement-Ikone Ido Portal und vielen anderen Einflüssen. Cem Eid ist Movement-Trainer in Zürich und Bewegung ist für ihn der wichtigste Bestandteil seines Lebens. Regelmäßig bildet er sich auf Workshops und Camps weiter und startet nun damit, seine Erfahrung und sein Wissen zu teilen und weiterzugeben. Außerdem ist er einer meiner Kältebuddies und springt mit mir regelmäßig ins eiskalte Wasser des Zürichsees. Ich freue mich so krass, dass er heute auf dem Podcast am Start ist. Cem, um gleich in der Movement-Sprache zu bleiben, was geht bei dir? Herzlich willkommen. Hallo Robin, danke, dass ich hier das Interview machen darf. Ich freue mich sehr. Ja, du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Ich teache Movement wöchentlich eigentlich und ich möchte die Philosophie vom Movement eigentlich näher bringen. Das heißt, dieses Paradigm Shift, wie man so schön sagt, den Leuten, die kommen, zeigen. Genau. Okay. Cool, na dann würde ich auch sagen, springen wir direkt mal in das Thema Bewegung rein. Mhm. Bewegung tun wir uns ja die ganze Zeit eigentlich. Wozu genau brauchen wir ein Training in Bewegung, Cem? Ja, genau. Wir haben Bewegung eigentlich immer, aber wir haben es auf das absolute Minimum reduziert. Wir haben höchstens noch irgendwie im Fitness ein Krafttraining oder wenn du noch wirklich Glück hast, gehst du noch ins Yoga. Aber da ist so viel mehr im Spiel, der Körper ist so komplex und braucht so viel mehr. Und genau das versucht das Movement Training eigentlich abzudecken. Also da ist noch so viel mehr im Spiel, wie was ist mit Rhythmusgefühl, mit Reflex, mit Balance und das ist so ein bisschen, was dir Movement bieten kann. Okay, also steht uns quasi eine Revolution der Bewegung in der Gesellschaft bevor? Vielleicht kannst du ja das im Zusammenhang mit dem Movement Culture kurz erläutern. Ich glaube nicht, dass so eine romantische Revolution im Mainstream jemals stattfinden wird, in diesem Bereich, aber ich glaube so in Randgruppen, also Leute, die sich mit Bewegung und Sport auseinandersetzen, definitiv. Die Leute suchen nach mehr. Deswegen gibt es immer Movement Culture. Der Austausch findet dort statt. Und ja, die Leute suchen einfach nach mehr. Sie haben verstanden, dass der Körper sehr wichtig ist und dass man dem Körper nicht gerecht ist, wenn man nur Standardsachen macht, wie eben ins Fitness oder Bodybuilding oder CrossFit. Okay, das fehlt also dem Fitnesstraining, diesem traditionellen Fitnesstraining. Gibt es da noch mehr, sage ich mal? Ja, da fehlt noch sehr, sehr viel mehr. das glaube ich,
Was am meisten fehlt, ist die nicht vorhandene Information. Also man geht eigentlich ins Gym und man weiß gar nicht, was man macht. Man geht raus und man weiß nicht, was man gemacht hat. Die Trainingspläne oder die Tools, die sind undefiniert. Man macht einfach. Und auch das Abgeben von Verantwortung. Also man geht da rein und man gibt alles ab. Man gibt die Verantwortung dem Gerät ab oder dem Trainer, dem Personal Trainer. Es findet keine Selbstreflexion statt. Und das ist sehr wichtig, weil nur du bist verantwortlich für deinen Körper. Also wenn du Schmerzen hast, dann ist nicht der Trainer dafür verantwortlich, sondern nur du bist dafür verantwortlich. Und was mir noch aufgefallen ist, die Interaktion mit anderen Menschen ist sehr wichtig. Das Spielen und dieses Stadium zu erreichen, dieses Spielerische zu erreichen und durch das sich zu entwickeln und sich besser zu verstehen, fehlt definitiv in der Fitnessindustrie. Aber ich glaube, da fehlt noch so vieles mehr. Ja, vor allem durch das Spiel lernen wir natürlich auch am besten und unser Unterbewusstsein lernt durch Spiel am besten. Ne? Genau. Okay. Ja, dazu gibt es ein sehr gutes Buch, Homo Ludens, The Playing Man. Das wurde mir empfohlen, ich werde es auch definitiv mal abchecken. Homo Ludens? Homo Ludens, The Playing Man. Okay. Der Autor weiß ich gerade nicht, aber es ist ziemlich ein altes Buch. Mir wurde es letzte Woche empfohlen und ich werde es mir, glaube ich, definitiv zulegen. Okay, ja, ich verlinke das auf jeden Fall nachher dann in den Shownotes auch für unsere Hörer, dass die dann Wie wichtig Spielen ist. Wir kommen von einer spielerischen Gesellschaft und auch in der Tierwelt siehst du das immer wieder, das Spielen, das Necken gegenseitig. Das treibt an, das treibt eine Gesellschaft an. Ja, und das macht ja natürlich auch das Training kurzweiliger, oder? Als wenn du jetzt, keine Ahnung, 4 Sätze irgendwie durchhaust, immer dieselbe Bewegung und immer Es ist auch viel realistischer, weil es ist nicht messbar. Man kann Spielen nicht messen. Okay. Und deswegen finde ich es super. Okay, cool. Springen wir mal eine Zeit zurück, bevor du Movement-Trainer wurdest. Mhm. Wie war dein Alltag dort genau? Also Bewegung zum Glück war für mich immer etwas Großes. Ich habe schon immer als Kind Fußball gespielt, meine Freizeit auch, immer beim Fußballplatz mit anderen abgemacht zum Fußballspielen. Aber halt nicht mehr nur als Einheit. Ich ging, machte Sport und dann ging ich wieder nach Hause und war da einfach da, Fernseh geschaut oder weiß was. Und dann kam CrossFit, was mir ein bisschen mehr gegeben hat bezüglich Vielseitigkeit. Also da war auch ein bisschen Kraft dabei, da war auch Schnelligkeit, Sprungkraft dabei und das hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen, diesen Weg zu finden, den ich jetzt eigentlich gehe. Also war CrossFit sozusagen die Tür für dich in eine neue Welt der Bewegung? Genau, also noch vor CrossFit habe ich Capoeira gemacht, ich bin immer physisch aktiv, würde ich sagen. Okay. Für unsere Zuhörer, Capoeira, kannst du das kurz erklären, was das genau ist? Genau, das ist eine brasilianische Kampfkunst und ist auch sehr individuell zu verstehen, weil es kann von Tanzen bis zu Kämpfen bis zu Spielen, es kann alles sein. Für die meisten wird es wahrscheinlich eher als Kampfkunst verstanden, als etwas Ästhetisches, Physisches. Ist halt afro-brasilianisch, wurde von den damaligen Sklaven genutzt, um sich zu verteidigen. Genau. Okay, sehr gut. Ja, Capoeira ist auch für mich immer sehr interessant gewesen. Ich habe mich da zwar noch nie mit
beschäftigt, jetzt praktisch, ja, aber ich finde es natürlich auch mega schön zum Anschauen und es ist eigentlich schon eine wahre Kampfkunst, aber ja, so wie du das jetzt erklärst, steckt auf jeden Fall noch viel mehr dahinter und ja, man ist ja meistens nur interessiert und nicht verpflichtet und deswegen werde ich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Effort reinstecken. Ja, ja, und ja, es ist auch sehr musikalisch und ja, auch es geht einfach auch um die Community an sich, also dass man zu jemandem gehört irgendwie, also man hat das Gefühl, man gehört irgendwo hin und das spürt man im Capoeira sehr gut. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Genau, ja, weil jeder will irgendwo dazugehören und das ist auch wichtig und das ist auch richtig so. Okay, sehr gut. Und ja, beim Capoeira hast du das sehr stark, also deswegen fasziniert das, glaube ich, die meisten. Es ist nicht die fancy Backflip oder die Flips, sondern es ist wirklich dieser Tribe, den man spürt während des Capoeiras. Okay, dass man auch vielleicht in so eine Art Flow-Zustand reinkommt. Genau. Ja, okay. Und eigentlich das Herz schlägt nur noch für Capoeira. Du wachst auf und du willst eigentlich nur trainieren und das ist schon mal ein guter Weg, besser als viele, die nichts irgendwie im Leben haben. Und lässt du das auch in dein Training einfließen? Ja, es ist genau dieses Tribe-Feeling und dieser Austausch. Und ja, es ist ein sehr wichtiger Teil. Ido Portal, der kommt ja auch von Capoeira und ich glaube, der hat das sehr gut mitgenommen. Mhm. Okay. Willst du vielleicht kurz erzählen, wer Ido Portal ist und ja. Und ja, warum du oder welche Rolle er gespielt hat in deiner Entwicklung als sogenannter Mover? Also, Ido Portal ist ein ehemaliger Capoeirista, der sich in jedem Bereich gewagt hat und gemerkt hat eigentlich, was seine wahre Passion ist. Und das ist Bewegung an sich. Also, er hat überall eigentlich hineingeschaut, sei es Tanzen, Krafttraining, Gymnastik, Ballett, alles, alle möglichen Kampfsportarten und hat eigentlich von jeder Disziplin das Beste rausgepickt und so eine Movement-Methode gegründet. Und ja, er hat eigentlich der größte Einfluss momentan auf mich, weil er kam nach Zürich und hat seinen Movement X Workshop dort durchgeführt und ja, dort passierte bei mir dieses Paradigm Shift, also diese Sichtwechsel. Mhm. Okay, interessant. Und war es quasi in Zürich, dass du das erste Mal mit Ido Portal konfrontiert wurdest, sozusagen? Dort habe ich ihn zum ersten Mal persönlich kennengelernt, aber er war schon immer ein wichtiger Bestandteil, weil ich habe seinen Blog verfolgt, damals, als ich noch Capoeira gemacht habe. 2010 war das. Aber er ging ein bisschen verloren, als ich mit CrossFit angefangen habe. Dann war ich voll in der CrossFit-Community, nicht mehr in der Capoeira. Und dann ging er verloren, aber dann zum Glück kam er dann nach Zürich ins CrossFit Gym, wo ich trainiert habe. Und dort hatte mich dann komplett fasziniert. Dann wusste ich, von dem Moment an wusste ich, das ist das, was ich machen will. Okay, dann hat sich das quasi gefunden oder hat dich das quasi wieder gefunden, das Movement Training ist noch lustiger. Ja, ich hatte großes Glück, dass er nach Zürich kam, wirklich, weil ich wüsste nicht, wie mein Weg wäre nicht nach Zürich gekommen. Ich glaube nicht ganz so, wie ich, ja. Na, vielleicht hätte ich ihn auf eine andere Art dann schon verstanden, aber es war sehr wichtig, dass er nach Zürich kam, ja, definitiv. Okay, du hast ja auch eine Ausbildung als Bewegungstherapeut gemacht. Wie kann man so eine Ausbildung verstehen? Was hast du dort genau gelernt? Ich habe eigentlich
die Trainingslehre studiert, also gelernt. Das ist das, was jeder Fitnesstrainer oder Personal Trainer lernt. Also was du eigentlich lernst, ist jemanden auf ein persönliches Ziel im Bereich Bewegung und Sport zu begleiten. Also wenn jemand im Ausdauer besser werden will, dann begleite ich ihn durch das. Wenn jemand Kraft aufbauen will, dann begleite ich ihn durch das. Wenn jemand beweglicher werden will, dann begleite ich ihn durch das. Das sind so die grundlegendsten Aufgaben eines Bewegungstherapeuten. Okay, interessant. Du warst ja auch auf mehreren Camps von IDO-Portal, also nicht nur hier in Zürich, sondern glaub auch mehr im Nordeuropa warst du, glaub, oder? Genau, ja. Ich habe eigentlich alle Workshops gemacht vom IDO-Portal, plus habe ich noch ein Camp sozusagen. Es ist weniger ein Camp, es ist eher ein Treffen, ein einwöchiges Treffen. Das sogenannte EMM, also European Movement Meeting in Kopenhagen. Und dann habe ich noch das Corset Workshop gemacht. Da geht es um sich vorbereiten auf eine große Belastung oder die ganzen Feinstrukturen vom Körper, Knorpel, Sehnen vorzubereiten auf größere Belastung. Wie kann man wieder schmerzfrei im Squat sein? Und ja, da gibt das ganze Konzept, da kommt das ganze Konzept von dem Squatting vor und Hanging. Und dann noch das Locomotion Workshop, habe ich auch noch gemacht. Darum geht es eigentlich so komplex und vielseitig sich zu bewegen. Und die ganzen Skills, die man sich aneignet, zum Beispiel sagen wir ein Spagat oder am Boden rollen oder ein Backflip zu kombinieren, dass es eine Bewegung eigentlich ist. Also quasi auch in Flow reinzukommen, genau. Ähnlich wie im Capoeira, genau, ja, aber Flow. Halt. Weil das ist ganz wichtig, vor allem für das Improvisieren, weil, wie Ido auch sagt, das Improvisieren ist eigentlich das höchste Ziel, wo man jeder Disziplin erreichen will. Also ein Profiboxer kann im Boxen improvisieren, ein Profi-Tänzer kann beim Tanzen improvisieren. Und Locomotion brauchst du definitiv als Tool, damit du dann die ganzen Bewegungen eigentlich, die du dir aneignest, egal von welchem Bereich, zusammen kombinieren kannst und dann improvisieren kannst. Okay, was mich und meine Hörer bestimmt mega interessiert, wie sieht denn jetzt so ein Tag bei so einem Workshop von IDO-Portal aus? So ganz kurz angerissen, so von morgens bis abends? Oh, es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist wirklich nur Practice, Practice, Practice. Wenig Theorie. Obwohl beim Corset jetzt zum Beispiel, wo es um Präparation geht oder Rehab, da ist viel Theorie, weil dort ist sehr wichtig, da geht es wirklich um Detail, wie muss dein Handgelenk über die Schulter sein, etc. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie so ein Movement X wie das Movement X bei uns ausgesehen hat damals. Ich denke, es ändert sich immer wieder ein bisschen. Er redet viel in der Gruppe, um seine Philosophie zu erklären. Und dann macht man eine Übung nach dem anderen und in sehr viele verschiedene Variationen. Und immer vom Einfachen zum Schweren. Und sobald es jeder ein bisschen verstanden hat, geht man weiter. Also sobald es für jeden einfach fällt, dann geht man weiter. Bei seinen Workshops sind halt seine Hauptelemente immer mit dabei. Das wäre einmal diese ganzen Partnerübungen. Sehr wichtig, da kommt eben dieses anderen Menschen und durch das versteht man sich besser. Zum Beispiel, wie reagiere ich mit meinem Partner, der mich dominiert zum Beispiel. Und so lernt man vieles über sich. Ein wichtiger Teil ist eben das Locomotion. Dann widmet man sich einfach nur
ziemlich lange, ziemlich intensiv. Und dann noch Handstand ist ein großes Thema. Der Prozess alleine, um den Handstand zu lernen, das passiert sehr viel. Und genau das will man eigentlich, dieser Weg, wo man beim Erlernen des Handstands geht, ist viel wichtiger als den Handstand eigentlich zu können. Mhm. Verstehe. Ja. Also, um es zusammenzufassen, bei ihm ist es sehr viel Practice. Also man ist eigentlich nur am Machen. Okay. Es hat Umsetzung ist ja natürlich auch mit das Wichtigste. Ich meine, theoretisch wissen wir ja so viel. Ich meine, theoretisch können wir uns auch Podcasts anhören von ihm oder YouTube-Videos, aber wir müssen es halt umsetzen und lernen und selber ausprobieren. Ja, genau. Einfach anfangen. Das ist wichtig. Okay. Was war deine bisher größte Herausforderung im Movement-Training? Zoom mal jetzt mal so raus und du schaust mal auf deinen Prozess im Movement. Was war deine größte Challenge? Also Herausforderung an sich ist immer was Gutes. Herausforderungen im Movement-Training sind wichtig, dass man ständig sich Herausforderungen stellt. Meine größte bisherige Herausforderung war definitiv dieses physische Leben beizubehalten, also das täglich aufzuführen, dass ich nicht einfach ins Training gehe, nach dem Training nach Hause gehe und dann nicht mehr im Körper bin sozusagen. Genau, also quasi Bewegungen in deinen Alltag implementierst. Genau. Ja? Okay. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen damit Probleme haben. Und weil es ist schwer. Was macht man, nachdem man das gemacht hat, was man eigentlich... Man macht neue Sachen. Und das habe ich für mich herausgefunden. Also ich mache jetzt täglich irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Und, das ist gut. Genau, und... Durch das fällt es mir einfach. Ja. Okay. Ja, das ist die sogenannte Mind-Behavior-Gap auch, die Lücke, oder? Zwischen wir lernen etwas und nachher wenden wir es auch in unserem Alltag an. Und meistens ist ja da eine Lücke, dass wir quasi, wir wissen ja alle, was uns gut tut und was wichtig ist für uns und unseren Körper. Aber es dann wirklich auch regelmäßig, kontinuierlich zu praktizieren, das ist halt natürlich für Fortgeschrittene, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Ja. Genau. Fällt dir eine bestimmte Situation auf deinem Weg ein, wo du wusstest, ich will da unbedingt am Ball bleiben und will Movement-Trainer werden, der du ja jetzt bist, und will da mehr Energie reinstecken? Ein bestimmter Tag. Ja, oder eine Situation oder? Na, ich einfach im Verlaufe von meiner Ausbildung oder im Verlaufe, wo ich die ganzen Workshops gemacht habe, ich habe es ja ziemlich in einem Jahr gemacht, habe ich einfach verstanden, wie wichtig körperliche Bewegung ist und was es für einen Einfluss auf mich hat. Und das war eigentlich nach dem Movement X war das der Fall. Da hatte ich diesen Impuls oder nach jedem Workshop oder nach dem European Movement Meeting hatte ich das. Das Problem war nur, es war nur so impulsiv und es ging dann wieder weg irgendwie durch das Arbeiten oder durch andere Ablenkungen. Doch ich kann jetzt nicht sagen, wann ich jetzt kontinuierlich eigentlich dabei bleibe. Vielleicht seit ich Training gebe. Ich glaube, es ist seitdem ich eigentlich Training gebe, bin ich eigentlich am Ball und ich werde immer am Ball bleiben und das ist das beste Gefühl eigentlich. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man halt auch Gelerntes weitergeben kann und ja, anderen so die Augen öffnen kann, genau, irgendwo, ja. Genau. Okay.
Du hast vorhin mal kurz erwähnt, Squats und Hanging und Handstand. Sind das so ein bisschen die essentiellen Übungen für, ja, wenn ich so mit Bewegungstraining anfangen möchte? Movement Training, wie es bei IDO Portal gelernt wird, ist Squat und Hanging eigentlich die Grundvoraussetzung oder die Ausgangslage für alle anderen Bewegungen. Okay, kannst du vielleicht kurz erklären, was man unter Squat und Genau, Hanging versteht? Squat, viele verstehen das als eine Kraftübung, aber es ist nichts anderes als die natürlichste Ruhe- oder Sitzposition vom Menschen. Also wir haben damals, als wir noch keine Stühle hatten, haben wir so gegessen, haben irgendwas hergestellt, haben so geschissen. Und wir haben diese Position verlernt durch den Stuhl, durch das Sitzen, durch diese Einseitigkeit. Und im Movement Training gibt es gewisse Übungen, um wieder bequem in dem Squat zu sitzen, weil es hat nur Vorteile. Der komplette obere Körper kann sich entspannen, die Wirbelsäule ist komplett entlastet. Und Knie, wie schreibt man auf Deutsch? Knie. Knie. Knieprobleme werden gelöst. Genau. Und das Hanging ist auch eine weitere Grundübung, weil das Schultergelenk sowie das Hüftgelenk ist eigentlich einer der komplexeren Bewegungsapparate des menschlichen Körpers und das braucht viel Zeit. Und das Hanging, das deckt das alles ab. Also über Kopf, die Hand über dem Kopf zu haben, ist so wichtig, weil die Schulter ist dafür gemacht und deswegen muss man es auch unbedingt machen. Okay. Ja, Squat und Hanging. Also ich kann das nur empfehlen. Ich mache das auch so gut wie jeden Morgen und versuche das halt immer zu steigern. Manchmal mache ich es auch noch am Abend und das bringt mir auf jeden Fall richtig viel. Ich fühle mich viel besser, ich habe weniger Schmerzen. Ich komme jetzt auch schon richtig tief in die Hocke halt. Und ja, also für mich war es auf jeden Fall ein Game Changer. Und ja, es macht mich viel beweglicher. Und was ich jetzt auch noch versuche ist, wenn ich verbringe auch viel Zeit am PC natürlich, dass ich das dort mehr einbaue, dass ich dann vielleicht mal 5 Minuten im Squat vorm PC sitze, ja, die ihn auf den Boden stelle, ja, oder halt nach, keine Ahnung, nach 15 Minuten Pause halt schnell 1 Minute hänge oder so. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr Bedarf bei mir, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, genau. Und wenn man nicht weiß, wo anfangen, dann mit Squat und Hanging. Einfach bei Google eingeben, IDO Portal Squat Challenge oder Hanging Challenge. Dann bekommt man ein gutes Intro. Man kann nichts falsch machen. Okay. Wenn man Schulterprobleme hat, Schulterschmerzen oder Knie, perfekte Übungen. Weil es sind so grundlegende Bewegungsmuster, also Hanging haben wir schon immer gemacht, brauchen wir zum Klettern, aber da wir nicht mehr auf Bäume klettern und uns hängen lassen, verlieren wir diese Fähigkeit und durch das kommen halt Schmerzen, ja. Und genau das gleiche wie beim Squat. Ja, sehr interessant. Also ein großer Teil von dem, was ich weitergebe mit Mindful Upgrade, ist natürlich auch diese Primal Body Practice, also einfach so ursprüngliche, elementare Übungen wieder, die wir halt verlernt haben. Und da passt das Squat und das Hanging halt sehr gut hinein, weil wir machen es einfach nicht mehr. Früher haben wir das noch viel mehr gemacht. Wir sind in die Hocke gegangen und haben irgendwas gesucht oder haben irgendwie einen Bären von einem oder Äpfel von einem Baum geholt, keine Ahnung. Und das ist ja heute ist halt schon alles recht, ja, es ist einfach da. Du gehst in den Supermarkt und es ist alles parat für dich und ja. Ja, genau, woher der Körper kommt und der kommt definitiv nicht aus
dieser Umgebung, die wir uns selber erschaffen haben. Wir kommen aus der Natur und der Körper ist dem angepasst. Und wenn man das nicht mehr, wenn man dem nicht mehr gerecht wird, wenn man sich nur noch einseitig bewegt, ja, dann kommen halt die ganzen Probleme. Und das Movement Training deckt auch, versucht auch das alles abzudecken. Okay. Diese Vielseitigkeit. Gut. Also wir haben ja jetzt schon viel über Ido Portal auch geredet, aber du hast ja, er ist ja einer deiner Einflüsse. Du hast ja auch andere Einflüsse. Ich weiß auch, du warst jetzt kürzlich an einem Workshop und ich glaube, in Zürich gibt es auch noch sehr viele Möglichkeiten, andere Workshops zu ähnlichen Themen zu besuchen. Was sind so deine Erfahrungen mit anderen Inspirationsquellen? Ido Portal ist definitiv einer meiner größten Einflüsse. Und gleich danach würde ich oder sogar nebenan würde ich Fighting Monkey von Joseph nebenan stellen. Okay. Was mir dort sehr gefallen hat, ist genau dieses Interagieren mit anderen Menschen. Weil du kannst fast nicht ein natürliches Szenario kreieren ohne einen Partner. Also du kannst zum Beispiel nicht Chaos und reagieren im Chaos alleine simulieren. Und genau darum geht es ein bisschen im Fighting Monkey. Also wie reagierst du im Chaos? Zum Beispiel, wenn ein Tennisball an einer Schnur angemacht ist und dein Partner schwingt das wild herum und du musst dem ausweichen. Und gleichzeitig vielleicht deine Umgebung wahrnehmen oder ihn oder deinen Partner berühren. Genau, und das finde ich, diese Message von wir brauchen andere Leute, um diese Sachen abzudecken. Also eben reagieren im Chaos oder Rhythmusgefühl oder Ja, das finde ich mega, mega interessant auch, weil im Fitness, was du da machst, ist ja, du trainierst zwar, okay, du tust das für deinen Körper, aber du bist halt komplett für dich, oder vielleicht hast du noch irgendwie Kopfhörer drin oder keine Ahnung, bist auf dem Laufband und liest irgendwie ein Buch am Tablet oder keine Ahnung. Es ist halt, du bist halt voll für dich und die Interaktion, die fehlt meistens total. Und ja. Auch wenn du vielleicht einen Trainingspartner hast, dann merkst du halt, es ist schon was anderes, oder? Du hast einen, der dich ein bisschen pusht und du hast vielleicht auch einen, der dir hilft. Und ja, das ist dann so ein bisschen die, ich glaube, der Punkt, der noch mehr ausgebaut werden darf im Fitnesstraining. Ja, definitiv, genau. Interagieren mit anderen Personen ist so wichtig. Wie sieht jetzt so ein klassisches Basic Movement Training bei dir aus? Ich war ja schon selber dabei und möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Vielleicht kannst du kurz für unsere Hörer mal so einen Trainingsablauf bei dir, vielleicht wenn man zum ersten Mal kommt, darstellen. Ja, genau. Wie schon vorhin gesagt, eigentlich die grundlegendsten Übungen ist jeweils der Squat und das Hängen. Wir fangen meistens damit an. Wir fangen eigentlich erst. Das Training fängt eigentlich so an, wie wir es mit den ganzen Spiel- und Partnerübungen. Also wir kommen eigentlich ins Spielen rein, in dieses Mindset, das uns danach das ganze Training begleitet. Deswegen mache ich das als erstes. Viel Rhythmus dabei mit der Musik. Dann Koordination. Dieses Reagieren im Chaos. Wie funktioniere ich unter Druck? Was auch eine sehr, sehr gute Philosophie vom Fighting Monkey ist. Reagieren unter Druck im Chaos, dass man da nicht falsch reagiert, sondern richtig. Also das heißt, dass man nicht in sich einkehrt und verkrampft, sondern dass man sich öffnet und lang wird.
Genau, und danach Okay. machen wir die Squat-Routine, je nach Level angepasst. Wenn jemand sein Fuß erhöht braucht, durch das ist es einfacher, werden wir das so machen. Und danach gehen wir Hanging. Und ja, und dort schaue ich jeweils, wer ist wie weit. Und Leute, die schon länger dabei sind, die machen das selbstständig. Leute, die zum ersten Mal sind, gebe ich eine richtige Einführung. Und danach machen wir meistens eine Handstand-Session. Auch jeder in seinem Level. Jemand, der noch nie einen Handstand gemacht hat, auch der kann was machen. Wir fangen am Boden an, dann mit der Hilfe von der Wand und wenn man sich schon traut, ohne Wand. Und danach gibt es meistens eine Kraftsession an den Gymnastikring oder eine weitere Methode ist das Organic Strength, also die organische Kraftübung. Das heißt, wir machen keine lineare Kraftübungen wie ein Push-up oder so, sondern wir durch Partnerübungen wieder versuchen wir eigentlich den Körper in ungewollte oder ungewohnte Situationen zu bringen und durch da und in dieser Position Kraft aufzubauen oder eine Dehnung zu erreichen. Und danach schließen wir meistens mit irgendeiner Dehnung ab, sei es eine Kombination aus Dehn-, Kraft- und Balanceübung. Genau, so sieht eigentlich so eine klassische Stunde oder 1,5 Stunden bei mir aus. Okay. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Also, wenn du aus Zürich bist oder wenn ja, vielleicht du die Möglichkeit hast, nach Zürich zu kommen, mal ein Probetraining mit dem Cem zu machen. Das ist wirklich cool. Und ja, für mich ist es auch Spaß. Es vergeht wirklich schnell und wie gesagt, durch die Partnerübung hast du immer irgendwie was zu lachen. Und ja, aber hast du auch wirklich schon recht zu tun. Also wenn man dann so eine Handstandübung macht oder auch dieses Organic Strength, also ich weiß, das ist da mit Liegestützen zum Beispiel und der Partner, der zeigt dir dann einen Punkt und du musst dann entweder mit einem Arm einen Liegestütz machen oder musst dich stretchen. Und das ist halt schon eine ganz andere Form von Training und eine ganz andere Form von Belastung auch. Weil es belastet nicht nur deinen Körper, sondern auch irgendwie dein Gehirn. Und ja, ich denke, das ist auch optimal für Wachstum in beiden Körperteilen, sowohl im Ja, Kopf als definitiv. auch im Körper an sich. Okay. Du nimm uns doch mal kurz so in deine Vision mit Cem. Wie sieht die Zukunft bei dir aus und wo steht das Movement Training, sage ich mal, so in 3 Jahren allgemein? Ich glaube, das Movement Training kommt endlich auch in die Schweiz an. Ich werde sicher mehr Trainings anbieten. Mein Wunsch ist es später, eine eigene Location zu haben, wo genau alles abdeckt, was ich eigentlich anbiete. Auch möchte ich eine gewisse Community erreicht haben, Leute, die selbstständig kommen und gehen, Inputs bringen. Ja, eigentlich ähnlich wie es auf der ganzen Welt in den ganzen Movement-Facilities aussieht. Ja, ein gewisses Niveau erreicht zu haben, genau das anzubieten. Mega schön. Genau. Ja, vor allem, man sieht ja auch, dass jetzt immer mehr so alternative Fitnessstudios aufmachen. Ich habe ja letztens mal eins gesehen, das heißt in New York, der Brooklyn Zoo. Und wo du dann wirklich so, ja, gar keine Geräte mehr hast, sondern, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leitern oder eben Gymnastikringe und dann irgendwelche, ja, Sachen, wo man sich dranhangeln kann. Und es ist wie so eine Art
Bierplatz 2.0, würde ich es nennen. Und ja, und ich denke, das wird es immer mehr geben, ja. Und ja, wenn du dann natürlich da in Zürich sowas eröffnest, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ich glaube auch definitiv, dass eben im Bereich Sport und Bewegung ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Und ja, das sieht man einfach. Die Leute wollen mehr. Ja. Ja, vor allem mehr, genau. Bewegung, weil was wir halt machen, wir fahren mit dem Auto, keine Ahnung, zum Supermarkt, wo wir eigentlich in 10 Minuten auch zu Fuß oder in 5 Minuten mit dem Fahrrad sein könnten. Ich habe das selber an mir halt erlebt damals, wo ich noch ein Auto hatte. Irgendwann wirst du einfach zu bequem. Und du machst die kleinsten Wege mit dem Auto und das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für deinen Körper, oder? Und ja, und deswegen, ich glaube, es kommt wieder mehr Bewegung ins Spiel, wieder mehr natürliche Bewegung auch, was man zum Beispiel im Squat, was ich auch mal gern mache, auf dem Bus warten oder auf den Zug warten im Squat, was ja nicht nur gut für deinen Körper ist, sondern auch irgendwie gut für dein Selbstbewusstsein, weil irgendwie alle Leute, die vorbeikommen, gucken dich irgendwie schräg an und du denkst dann, naja, okay, was mache ich da eigentlich? Aber irgendwie ist es dann doch, ja, du machst was für deinen Körper und du gehst halt raus und vielleicht kommt dann auch mal jemand und sagt, hey, was machst du da eigentlich? Und dann hast du gleich wieder einen Gesprächspunkt. Und ja, es ist erstaunlich, wie neue oder fremde Bewegungen Leute, Menschen irritieren kann. Nur der Squat ist so verloren, dass es die Leute irritiert, wenn man es macht. Dieses Phänomen sehe ich immer wieder. Ja. Das ist ziemlich vor allem auch, wenn du in den asiatischen Ländern oder in Indien dann diese Toiletten siehst, oder wo es eigentlich gar keinen Toilettensitz gibt, sondern wirklich nur so ein Loch im Boden und wo du dich dann hinhocken musst. Und ich glaube, auch meine erste Reaktion war, hey, nein, das kann ich nicht. Was soll das? Wie soll ich das machen? Und ja, das ist halt schon interessant, wie da unser Kopf funktioniert und auch unser konditionierter Teil halt. Ja. Okay. Ja, jetzt kommen wir langsam auch schon dem Ende entgegen. Sag mal, hast du irgendwelche täglichen Routinen oder regelmäßige Übungen, Morgenrituale, Abendrituale, die du machst, vielleicht auch in Verbindung mit diesem Bewegungstraining? Ja, zurzeit investiere ich viel Zeit in Atemübungen. Atemübungen und Meditation fiel mir am Anfang immer sehr schwer. Also ich bin nie reingekommen. Doch wo ich diese Wim Hof-Methode gezeigt bekommen habe, habe ich zum ersten Mal ein bisschen wirklich dieses bewusste Atmen wahrgenommen. Und ich denke, jeder, der damit mit Meditation oder Atemübung anfangen will, ist bei Wim Hof gut aufgehoben, weil es ist wirklich einfach und es hat einen Effekt. Also ein super Einstieg eigentlich in das ganze Atemthema. Dann natürlich tägliches Hängen, täglich im Squat sein, natürlich. Und was ich noch empfehlen kann, ist ein Ausshaken oder ein Ausschütteln vor dem Schlafen zum Beispiel, eine halbe Stunde vor dem Schlafen, einfach den ganzen Körper schütteln und durch das eine gewisse Entspanntheit zu erreichen. Vor allem auch eine Leichtigkeit, glaube ich, im Kopf, weil du hast ja dann so viel Wissen, auch was du dir heutzutage wieder anhäufst oder über Social Media oder Zeitung oder keine Ahnung, Gesprächen auch mit anderen Menschen. Ich glaube, wenn du das dann einfach vor dem Schlafengehen rausshakest, so hat das auch so ein bisschen eine Wirkung halt auf dein Gehirn, oder? Dass du so ein bisschen alles wieder abgibst und dann wahrscheinlich auch besser schlafen kannst. Ja, genau, weil ich glaube, am Schluss des Tages ist man recht voller Informationen. Und durch eine körperliche Aktivität am Schluss, egal was, kann jetzt das Shaken sein, führt man dazu, dass man wieder in den Körper geht und da bleibt und so viel besser schlafen kann auch, finde ich. Das habe ich so für mich empfunden. Und natürlich
die Wirbelsäule und dass die ganzen Körperstrukturen die Bewegung brauchen, habe ich auch täglich als Einheit dabei. Mache ich meistens auch vor dem Schlafen oder nach dem Aufwachen. Einfach alle Gelenke drehen, Handgelenk, Knie, Fuß, die Wirbelsäule so in alle Richtungen, die sie kann, bewegen. Das sind so meine Sachen, die ich täglich mache. Auf jeden Fall gut, ja, sehr interessant, ja, wie du dann auch dadurch halt deine Flexibilität, Mobilität steigerst und ja, sicherlich ganz anders durch den Tag gehst, als wenn du einfach aufstehst und gar nichts machst, sondern rausgehst. Ja, mega interessant. Jetzt habe ich noch eine spezielle Frage für dich. Was ist die größte Frage, die du beantwortet haben willst, aber noch nicht Die rausbekommen hast? größte Frage. Die größte Frage, die mir gestellt wird oder die ich stellen würde? Die du stellen würdest, quasi so, wo du dir immer sagst, ha, das weiß ich noch nicht so, das würde ich mega gern erfahren, aber irgendwie habe ich gerade noch nicht so den Link dazu bekommen. Was sind die grundlegendsten Übungen für den menschlichen Körper? Sehr schön, sehr schön. Ja, richtig gut. Willst du den Hörern noch irgendwas zum Abschluss mitgeben? Keine Ahnung, eine Weisheit, ein Tipp, ein Zitat, vielleicht noch eine Empfehlung. Wer sich ein bisschen in den bewussten Bewegungsbereich einlesen will, kann ich nur das Buch von Moshe Feldenkrais empfehlen, ein Pionier eigentlich in dem Bereich. Das Buch heißt Bewusstheit durch Bewegung. Verlinke ich auf jeden Fall. Für jeden sehr gut lesbar, kein irgendwie Fachwissen, kein Fachwissen, nicht, man braucht keine Voraussetzung. Okay, ja, verstehe. Das zum Buchthema. Und dann möchte ich noch sagen, noch kurz über die Philosophie vom Movement Training. Vielleicht, damit ich sicher bin, dass das wirklich verstanden ist. Also es geht eigentlich nicht um das Training. Die ganzen Grundübungen wie Squat Hanging, die führen dazu, diesen Weg zu gehen, also dieser Weg der Selbstreflexion. Nur ich kann mir selber helfen, mich in meinem Körper wohlzufinden. Und um das geht es eigentlich wirklich und nicht um einen fancy Handstand oder irgendwas ähnliches. Ja, oder ein Genau, Sixpack oder genau. ja, stimmt. Und mein Lieblingszitat eigentlich von Ido Portal ist: Turn your passion to your obsession. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man besessen mit etwas ist, egal was es ist. Und diese Besessenheit führt eigentlich dazu, immer neugierig zu sein und immer aufmerksam. Sehr Genau. schön, sehr schönes Zitat. Danke dafür. Und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Cem, wo können die Zuhörer mehr über dich erfahren? Facebook, Instagram? Genau. Ja, definitiv auf Instagram. Movement Practice Zürich. Vielleicht kannst du das noch irgendwie Ja, ausschreiben. das verlinke ich dann, ja. Movement Practice Zürich, also ZH. Dort gibt es täglich Updates zu meinem Training, wann ich das anbiete. Dann natürlich jeden Samstag um 10 Uhr im Club der Sportfreunde. Das erste Training einfach so. Sind herzlich eingeladen. Jeder kann, der neugierig ist oder mehr wissen will, ist gerne eingeladen, da mitzumachen. Ja. Oder über Facebook, Jam Okay. Yeet. Einfach anschreiben bei Interesse Okay, für mache eine ich. Pri Privatsession.
Ja, cool. Auf jeden Fall, ja, danke dir für das eye-opening Interview. Also, da ist, glaube ich, sehr viel dabei gewesen für mich wie für unsere Zuhörer. Es ist immer wieder interessant, dir auch zuzuhören. Du hast da eine sehr schöne Philosophie um dieses ganze Bewegungsthema drumherum. Und ich denke, jetzt haben auch so die Zuhörer ein paar coole Übungen an den Start gekriegt, wo sie vielleicht schon mal sich mehr damit beschäftigen können. Und ja, Cem, ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Ja, danke vielmals, Robin. Okay, mach's gut. Ciao. Yes, das war das Interview mit meinem Buddy Cem. Schau auf sein Instagram-Profil vorbei, da macht er richtig cooles Zeug. Diese und alle weiteren Links findest du in den Shownotes. Zu diesen gelangst du auf mindful-upgrade.ch oder in deiner Podcast-App. Ich selbst bin stetiger Schüler von Cem und teile vollkommen seine Philosophie zum Thema Bewegung. Check auf jeden Fall auch die Videos von Ido Portal aus und lass dich dazu inspirieren, selber zum Mover zu werden und etwas zu bewegen. So, jetzt aber genug mit dem Bewegungswortspielen. Und bis zur nächsten Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Boom, Bioactivist, danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Ich bin Robin und ich freue mich wahnsinnig, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Willst du dich mit anderen Bioactivisten vernetzen und weiter dazulernen, dann komm jetzt in die Mindful Upgrade Community bei Facebook. Dort gibt es regelmäßig Content rund um bewusste Selbstoptimierung sowie regelmäßige Live-Videos, Challenges und vieles mehr. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich jetzt schon, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist, wenn es wieder Zeit ist für ein Mindful Upgrade.